Bist du von der Theaterpädagogik? Ach so, ja. nee, war gut. War nett. Würde ich wieder machen, ja. Eine ganz, ganz tolle Möglichkeit zu haben, um mit Menschen zu verschiedensten Themen zu arbeiten und dabei besonders den Körper, den Ausdruck, die Stimme zu nutzen. Weil ich einfach mega Bock auch auf den Ausgleich mit dem Körper hatte und sowieso nicht so gut am Arsch sitzen kann. Ja, und das war auf jeden Fall, Theater war auf jeden Fall ganz viel Bewegung. Ich kann dabei viel über mich selber lernen, im Experimentieren, im Kreativsein und besonders im Schlüpfen in andere Rollen. Durch Tanz und Bewegung oder Musik und Gesang ganz viel auszuprobieren. Mit Hilde erwischt. Ich habe 15 Menschen getroffen, die künstlerisch so gleichgesinnt sind und trotzdem wahnsinnig unterschiedlich. Menschen auf eine ganz andere und besondere Art kennenzulernen. Gruppe gemeinsam etwas zu erleben. Ich habe wesentlich mehr von mir gesetzte Grenzen überschritten, als ich dachte. In der eigenen Vergangenheit rumstöbern, an Grenzen kommen, sich selber kennenlernen, sich selbst reflektieren, die Grenzen anderer kennenzulernen, in gemeinsamen Aushandlungsprozessen drin zu stecken. Läuft immer Musik im Himmel. Charlotte, bitte putz dir mal die Nase, Charlotte. Ja, nicht mit dem R. Ich bereue nichts. Wirklich gar nichts? Fast nichts. Wir regieren den Campus. So kann man das schon sagen. Ist eine ziemlich aufregende und auch anstrengende Forschungsreise, würde ich sagen. Ich liebe die Bühne wesentlich mehr, als ich dachte. Die Zusatzquali hat mich irgendwie einfach in meiner persönlichen Entwicklung enorm vorangebracht. Das Potenzial, einen Raum zu gestalten, in dem Menschen sich sehr frei entdecken können, unabhängig von ihrer normalen Lebensrealität. Kaffee. Die Erfahrung, Teil einer Gruppe zu sein, dadurch zu lernen und kennenzulernen, wie Gruppen funktionieren. Durch Theater.
geworden. Ja. Nee, also. Vielleicht. Könnte sein, weiß ich nicht. Und ich bin locker mit mir selbst. Das bringt mir sehr viel, da kann ich sehr viel über mich lernen und über die Gesellschaft lernen. Und das ist mir auch wichtig in der späteren Arbeit. Werden nicht Leute umgebracht? Was? Ja, ich war im Krieg. Ach so. Sich nochmal ganz anders erfahren können und Grenzen überwinden können. Es war einfach wundervoll, also mehr kann ich eigentlich dazu nicht sagen. Es hat einfach Spaß gemacht und ich kann es wirklich jedem weiterempfehlen. Was waren denn deine drei Worte? Öffnend, Spielplatz, von Moment zu Moment leben. Fordernd. Inspirierend. Schauspiel. Kunst machen. Hoher Zeitaufwand. Gemeinschaft. Spaß. Gruppe. Diskussion und Lebensfreude. Zusammenspiel. Geduldsprobe. Selbsterkenntnis. Kreativität. Improvisation. Leichtigkeit. Durstig. Spaß. Und auf jeden Fall auch ziemlich herausfordernd. Miteinander. Lachen. Kreativ. Konfrontation. Körper benutzen. Emotion. Kraft. Ich bereue nichts. Nerven aufreibend. Freude. Intensive Gruppenerfahrung. Emotion. Brot und Humus. Und einfach Freude am Spiel. Im ersten Jahr arbeitet ihr künstlerisch, tänzerisch, musikalisch und szenisch an einem Thema. Daraus entwickelt sich von Zeit zu Zeit ein Stück, welches ihr dann beim Sommerfest aufführt. Im zweiten Jahr arbeitet ihr an theaterpädagogischen Konzepten, welche ihr zunächst konzipiert und letztendlich ausführt. Im dritten Jahr erarbeitet ihr gemeinsam eine Abschlusspräsentation auf Grundlage der Projekte und schreibt eine Abschlussarbeit. Die Qualifikation Theaterpädagogik an der EHB ist als Grundlagenausbildung Theaterpädagogik vom Bundesverband Theaterpädagogik anerkannt. In dieser Grundlagenausbildung leistet ihr mindestens 615 Stunden plus 100 Stunden in einem eigenen Projekt ab. Damit erlangt ihr die Zertifizierung, professionell mit der Theaterpädagogik in eurem Berufsfeld arbeiten zu können. Die Qualifikation ist gleichzeitig ein anerkanntes Modul zur Vollausbildung Theaterpädagogin vom Bundesverband Theaterpädagogik. Einmalig 500 Euro plus 350 Euro für die Theaterfahrt. Bei uns gibt es immer auch einen jahrgangsübergreifenden Gruppensupport. Während ihr im ersten Jahr von den höheren Jahrgängen unterstützt werdet, habt ihr ab dem zweiten Jahr selber die Chance, als Tutorin dem neuen Jahrgang unter die Arme zu greifen. Neben Studierenden der sozialen Arbeit können sich auch Religionspädagoginnen für die Zusatzqualifikation bewerben. Da es in der Vergangenheit koordinatorisch schwierig war, bitten wir die zukünftigen Jahrgänge für den Weitererhalt dieser Möglichkeit für Studierende der Religionspädagogik zu kämpfen. Danke. Sie haben die Möglichkeit, jetzt einen Screenshot zu machen. Bei Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Infos auf der Homepage oder fragen Sie die verantwortlichen Dozierenden.